Ja, man speichert auf der Toilette. Ich finde das eine wunderschöne Idee, weil mich in Spielen unglaublich oft stört, dass Charaktere nie aufs Klo müssen. Ich meine, die rennen da teilweise 100 Stunden durch die Gegend, kloppen Monster oder sonst was, essen sich mit was weiß ich für Sachen voll, aber Klo? Nö. Gut. Ich habe schon diverse Male anscheinend angefangen zu spielen. Dann überschreibe ich einfach mal den obersten Speicherplatz. Wusste ich gar nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte damals schon mal alles gelöscht, weil ich aus irgendeinem Grund das Spiel verkauft habe. Habe ich früher öfter gemacht. Verzeiht mir dafür, ich weiß, das ist ein Sakrileg und widerlich und pfui. Aber gut. Ich beschreibe einfach mal alles, damit wir uns nicht zu viel ableiten können, wobei eigentlich Level Süß komplett können wir stehen lassen und alles andere beschreibe ich mal schnell. Anscheinend habe ich dann aber doch nicht auf mild gespielt. Seltsam. Habe ich irgendwas falsch verstanden damals. Aber egal, ich ziehe das jetzt voll durch und pack das. Bisher lief es ja auch ganz gut. Und ich liebe diesen Zeichenstil von dem Spiel. Naja, dann genießen wir mal die erste Sequenz und den ersten Bossfight. When you have the strength to take life for yourself, that is true wealth. I am free of desire. So long as I have this scenery to look upon, I need nothing more. Please leave me be. You're the one leaving, in a body bag. I'll only say this once more. Leave here now! Huh. Me leave? You obviously don't know me. You don't get it, do you? Hey, you know what paradise is, right? Paradise? This is paradise. The place where dreams are fulfilled. Well, you've had your dream, old man. Time to wake up! This is no paradise. All right, then what is it? A place to die. Huh. I'm glad you and I are on the same page here. So naive. You have no idea, do you? What a pity. You make an old man cry. Arrogant, crude little shits like you come around from time to time. Listen well, young one. The wall is high, higher than you will ever know. Ultimate sacrifice is sublime. Now draw. Huh. You can take that to your grave. Ja, und was der gute Death Metal dazu uns sagt, können wir noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Denn er ist ja schon länger dabei als wir. Und Travis ist noch so ein bisschen arrogant eingestellt. Wouch. Und sieht das hier alles als Spiel an. Dining in style with a world-class chef and a trusty nutritionist counting every nurses maids and loyal servants at my back on the weekends tan babes knocking on my door in 2 hours every day full of gut, die reden irgendwie ziemlich viel zwischen den Kämpfen, aber ist schon okay. Übrigens, Travis, ouch, unfair. Travis kann diverse Wrestling-Moves. Hat man auch eben gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Mal auf ihn gegen ihn trete, dass er so ein bisschen zurückweicht und dann kurz benommen ist und wir dann hingehen können und ihn packen und dagegen knallen. Tada. Ich muss mich da so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Es ist irgendwie doch ein bisschen heftiger, als ich dachte. Da gefiel mir der zweite Teil sogar noch ein bisschen eher.
Aber sollte ja klappen und zur Not muss ich halt Kämpfe für diverse Male machen, bis es auch klappt. Im Endeffekt kommt es einfach, wie in vielen Spielen, darauf an, geduldig zu sein, den Gegner so ein bisschen seine Sache machen zu lassen, ab und zu auszuweichen und... Autsch! Gut, irgendwie habe ich gerade das Problem, dass er sich in diverse Leute aufteilen kann, das habe ich auch nicht mehr so im Kopf. Aber ist ja eine Weile hier. So. Ah, das ist der Richtige. Gut, momentan fehlt mir ein bisschen die Taktik. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt nicht treffen kann, während er seine Klone da stehen hat. Ich versuch's jetzt einfach mal. Erst die zu erledigen. Ah, wunderbar ausgewichen. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum ich kaum noch Schaden mache. Batterie ist leer. Mist. Gut, ich muss da ganz schnell wohin laufen. Lass mich kurz in Ruhe. Ich muss laden. Okay, alles klar. Jetzt kriegt das wieder ab. Boah. Dreh. So, ja, jetzt komme ich ja endlich mal durch. So, dich habe ich jetzt mal nicht weg. Verdammt. Ich dachte, ich habe schneller gedreht, aber dann eben nicht. Okay, erste Illusion ist weg. Das sollte die zweite sein. Genau, so schnell wie du die Energie verlierst, ist das auch so. Ausweichen. Ich glaube, langsam könnte ich mal anfangen, so ein bisschen nach Energie umzusehen. Die mir so ein bisschen gerade verloren geht. Gut, habe ich das mal erledigt. Ich merke auch gerade, dass es eigentlich deutlich einfacher ist, wenn man einfach mal so ein bisschen auf die Höhenunterschiede von unseren Waffen guckt. Denn, das habe ich gerade total vergessen, dass ich einfach mal so ein bisschen, wenn er schon seit oben hat, nach unten gehen sollte und umgekehrt. So, und sobald er betäubt ist, wie gesagt, dann hingehen, einmal B drücken und dann gibt es ein paar Wrestling-Moves. Und dann habe ich es doch schon fast. War jetzt ein größeres Stück Arbeit als eigentlich vorgehabt, aber im Endeffekt scheint es ja gut zu gehen. So, ach verdammt, muss wieder aufladen. Schnell schütteln und. Ausweichen, komm, verausgabe ich noch ein bisschen und dann war's das jetzt. Oder auch nicht. Verdammt, der Kerl ist zäh. Ich glaube, der will leben, aber das war's. Mach's gut und genieß das Ende. Extraordinary. The moment I've been waiting for. The name Holy Sword is now yours. You're joking, right? I don't care about titles or power. I just want to be number one. Then master the ways of the assassin. Here's your ticket to paradise, old man. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie das ungeschnitten ausgesehen hätte. Da wird jetzt kein Aschehaufen rumliegen, sondern, ja. Ein Kopf und ein Körper und, wie gesagt, ich werde es dann einfach unter dem Video verlinken. Und dann könnt ihr seltsamen Freaks euch das angucken. Schämt euch. Gut, dann, Sequenz. Achso, ja, dafür müsste ich hier drauf gehen. Ja, ist halt jetzt ein bisschen schade, dass man hier nur den Ascherhaufen angucken kann. Aber das geht ja. Ich will gerade mal gucken, ob ich irgendwo noch was einsammeln könnte. Aber ich meine eigentlich nicht. In den Boss-Arenen gibt es, glaube ich, nur Energie und Essen, das man finden kann. Na gut, dann reden wir doch mal mit der guten Sylvia. Nice kill, Travis. I didn't think you had it in you. It was rather exciting. Congratulations. You are now ranked 10th. 10th, huh? What? Do I get anything? How about some cash?
That should help you pay the bills. I'm not feeling the sense of accomplishment that I should have. So I just gotta do this a few more times, right? If you so choose, yes. And you will keep your promise? There is nothing the Association cannot do. And if I refuse? As the 10th ranked assassin, you are now a target for those who want to replace you. Anytime, anywhere, number 11 could be right around the corner, ready to put a knife in your eye. So what you're telling me is that I gotta continue fighting. There's no way out of this. You set me up, bitch! Quit your bitching and get with the program. There's only one road out of here. No turning back. Okay, how about this? If I become number one, will you do it with me? Maybe. Maybe not. Come on, just once. Sympathischer Kerl, der junge Mann, ne? Ja, sein Hauptziel, Sylvia ins Bett kriegen. Coole Sache. Und gleich sollten wir wahrscheinlich in seiner Wohnung mal sein. Dann werdet ihr auch so ein bisschen erkennen, was für ein Kerl Travis so ist. Und jetzt sehen wir uns erstmal die wunderschöne, perfekt grafisch dargestellte Rangliste an. Death Metal ist erledigt. Und wir, der gute Travis, steigen auf. Und direkt rückt eine Nummer 11 nach. Ich glaube, so ein Leben würde ich nicht gut befinden. Dauernd Angst haben, von irgendjemandem ermordet zu werden, einfach nur, weil man auf der Liste steht. Wobei es ja wenigstens von den Regeln her anscheinend so ist, dass man nur die direkt über- oder unterplatzierten von einem bekämpfen kann. Von daher ist das ja noch ein bisschen angenehmer. Da muss man jetzt nicht Angst haben, dass 80 Assassinen hinter einem her sind. So, ja. Speicherpause. Und wir überschreiben einmal und sind, ja, im Motel, denn Travis ist ein kleiner, armer Kerl. Mit einem kleinen Motelzimmer. Und einem ziemlich großen Drang, aufs Klo zu gehen. Am I ready? Anytime. Gotcha. Okay, so ein Ding hätte ich auch gern. Ich guck nachher mal auf eBay, ob ich so eins finde. Wäre cool. Ja. Das ist Travis. Und das ist unsere Wohnung. Wir können hier, ich glaube, mal in den Schrank gucken, aber ich meine, da haben wir noch keine Klamotten hängen. Hier können wir uns halt umziehen. Also, wir haben zwar Klamotten, aber nichts, was er jetzt aus irgendeinem Grund anziehen würde. Oder? Kann mal schauen, T-Shirt? Ah doch, so ein bisschen haben wir schon. Das ist ja cool. Aber halt eine begrenzte Anzahl, jo. Gut, kann man aber, okay, das will ich nicht anziehen. So, was passt denn gerade? Er kann sich Tattoos machen, okay, nackt rumlaufen, alles klar. Überleben. Ich glaube, dieser Totenkopf, das passt momentan am besten. Kann man schauen, hat er noch andere Jacken? Tatsächlich. Ja, dann nehmen wir doch mal die. Sonnenbrillen auch? Tatsache. Ah, das hat doch Stil, ja, das sieht doch cool aus. Ja, so würde ich auch rausgehen, auf jeden Fall. Und, kleiden uns mal alles dunkel. Oh yeah. Gürtel und irgendwas passendes. Ach, den können wir so lassen. Gut, neu eingekleidet. Fit für den Tag. Schublade, was haben wir da drin? Soll ich sagen, es ist ein ziemlicher Unterschied zu dem Nachfolger. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob das jetzt irgendwie mit meinem alten, wie heißt, mit meinem alten Spielstand zusammen schon hängt. Aber nee, das kann ich noch nicht auswählen. Ich kann nur diese drei hier auswählen. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Aber ich bleibe erstmal bei unserem Anfangskatana. Ich keine Ahnung. Ich habe auch wirklich gedacht, dass ich die Speicherdaten gelöscht hatte. Ah, macht ja nichts. Karte. Achso, nö, das brauchen wir jetzt nicht anzugucken. Und ansonsten will ich mal hier ans Telefon gucken. Gibt es da irgendwas? Ich glaube, Anrufbeantworter war leer. Wer war
Ja, alles klar. Dann geht's mal rüber und ja, das schicke Wohnzimmer. Also ich find's krass. Man sieht, dass er dezent auf Animes und Wrestling steht. So ganz dezent im Hintergrund. Am Fernseher kann man, glaube ich, sogar ein Videospiel spielen. Genau. Und irgendwelche Videos angucken. Musikvideo der ersten Single der Genki Rockets. Können wir ja irgendwann mal reingucken. Ich will gerade mal das Videospiel testen. Ich meine, das war irgend so Shooter-mäßig. Gut, ich ziehe mal den Nunchuck ab.